Ja, wunderschönen guten Abend hier oder guten Nachmittag in der United Arena von Hannover United zum Spitzenspiel der RWBL 2 zwischen den Hannover United und unseren Gästen, den Köln 99ers. Herzlich willkommen in der United Arena. In dem heutigen Spitzenspiel geht es für beide Mannschaften darum, wer gewinnt, steht in den Playoffs und Meisterschaft in der zweiten Liga, wer verliert, steht in den Abstieg. Deshalb heute das Spitzenspiel, es kann nur einen Spieler geben. Kommen wir damit zur Mannschaftsvorstellung der Kölner. Die Kölner 99ers spielen mit der Nummer 6 Lisa Bergenthal. Mit der Nummer 11 Michael Jerombos. Mit der Nummer 16 Israel Ötterich. Mit der Nummer 18 Benjamin Jenners. Mit der Nummer 21 Tristan van der Einde. Und mit der Nummer 22 Jürgen Schröder. Herzlich willkommen. So, dann kommen wir zu unserem Hannover United in die Füchse. Ich spiele heute mit folgender Aufstellung. Mit der Nummer 4, Mark Lewis. Mit der Nummer 5, Andrea Seyen. Mit der Nummer 7, Dennis Werner. Mit der Nummer 8, Ronja Holze. Mit der Nummer 9, Jürgen Huber. Mit der Nummer 10, Lukas Seyen. Mit der Nummer 11, unser Sören Siebold. Nummer 12, Dr. Schröder und mit der Nummer 14 Heiko Müllers, mit der Nummer 19 Felix Ferdi Hansen und mit der Nummer 22 Jakob Müllmann und mit der Nummer 23 Spielertrainer Dr. Lindberg. Ich wünsche allen ein schönes Spiel und vor allem viel Spannung und Kampf. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ihr seid hier bei Hannover United. Heute ist das Topspiel Köln 99ers gegen Hannover United. Mein Name ist Jan Sadler und neben mir sitzt mein Kollege. Ja, Jan Haller hier. Sonst immer zusammen auf dem Feld in der ersten Bundesliga mit dir. Und jetzt heute mal als kleines Experiment am Livestream. Hallo an alle. Eine Premiere, auf die ich mich schon seit langem freue. Wir haben schon häufiger überlegt, das ja mal zu machen, aber es hat sich irgendwie nie eine Gelegenheit ergeben, weil wir immer selber spielen mussten. Jetzt sind wir wirklich mal hier, freuen uns darauf und ja, bleibt mit bei uns. Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen, dass wir hier eine spannende Partie erleben. Ja, die Schiedsrichter werden gleich in die Pfeife blasen. Noch anderthalb Minuten bis zum Tip-Off, da kam der Pfiff. Spieler und Spielerinnen wurden gerade vorgestellt. Wir fangen mal an mit den Kölnern, die mit einem wirklich ja, sehr dezimierten Kader hier nach Hannover gekommen sind. Spielen ja auch noch mit der ersten Mannschaft, deswegen ja, nicht so viele heute dabei. Ein 6-Mann starker Kader mit der Nummer 6 Lisa Bergenthal, Nummer 11 Michalis Stergiopoulos, Nummer 16 Bilal Ujedit, Nummer 18 Benjamin Lennartz und Nummer 21 Tristan van den Einde und die Nummer 22 Joel Schröder. Und willst du gerne unser Nein, Team will ich nicht. Vorstellen? Das sind so viele Leute heute. Wir haben wieder zwei auf der Bank sitzen. Diesmal ist heute Lukas Kimmel und auch Felix Heise leider mit raus. Trotzdem haben wir einen 12-Mann-starken Kader. Aber ich glaube, das überlasse ich dir mal. Du hast den Laptop da und das sind so viele Namen, die kriegst du wesentlich schneller runter, glaube ich. Ich werde mich mal beschränken auf die Starting Five. und zwar schickt Spielertrainer Christoph Lübrecht folgende fünf ins Rennen. Christoph Lübrecht selber startet von der Bank als Coach und bringt aufs Feld die Nummer 14 Heiko Müllers, die Nummer 10 Lukas Seyring, die Nummer 11 Sören Sebold, die Nummer 19 Felix Hansing und die Nummer 4 Luis Konrad. Ja, eine relativ junge Starting Five, oder? Das ist ja auch wieder sowas, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass es viele junge Spieler gibt, die nach oben wollen, die definitiv das Potenzial haben, in der zweiten und dann auch in der ersten Liga zu bestehen.
Und freut mich, dass er da irgendwie dieses Vertrauen gleich in die jüngeren Generation legt. Ja, ich finde das auch super, vor allem durch die Corona-Pause, gerade in der zweiten Liga war es ja auch so, dass gerade junge Spieler auch, wo die Qualität momentan noch nicht reicht, um in der ersten Bundesliga zu spielen, dass da in der zweiten Liga natürlich auch eine lange Pause war. Und dass die jetzt alle wieder ran dürfen und jetzt auch bei uns hier gute Minuten kriegen, das ist natürlich wunderbar. Wie du schon gesagt hast, Felix Hansing ganz jung, Luis Konrad ganz jung, Sören Sebold ebenfalls ganz jung. Heiko Müller ist nicht mehr ganz so jung. Wie alt Lukas Seiring ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Er müsste ein Jahr älter sein als ich, also um die 30, 31 mittlerweile auch. Ja, das ist schon schön zu sehen, vor allem bei Leuten wie Luis und auch Sören, die wir ja auch in den letzten Monaten immer wieder mal im Training der Ersten mit dabei haben, die sich einfach super entwickeln, die unglaublichen Ehrgeiz mitbringen. Ich glaube, Sören hat beim letzten Mal noch die Hälfte gewogen, als er gegen die Kölner gespielt hat. Und jetzt kommt auch schon der Hochball. Da haben wir schon, Ball bei Hannover United. Felix Hansing mit dem Ball. Wie schätzt du die Ausgangslage ein vorm Spiel? Also wer ist Favorit für dich? Das Hinspiel ging ja an die Kölner mit, glaube ich, 11 Punkten Unterschied. Genau. Müsste man schauen, ob die Kölner das jetzt so durchhalten mit einer 6-Mann-Rotation. Ich glaube, im Moment haben wir durch den Heimvorteil einfach eine bisschen bessere Chance, das Spiel über die 40 Minuten dann auch zu gewinnen. Direkter Vergleich ist für mich erstmal gar nicht so relevant. Ich glaube, das ist schon ziemlich schwer, dann gegen so ein Team auch so ein Plus herauszuspielen, auch wenn es nur 6 Leute da sind. Aber ich denke mal, dass das alles in allem eine spannende Partie wird. Hier die ersten Punkte für Hannover United durch Heiko Müllers von der Freiwurflinie. Ja, wenn man sich das Team anschaut, vor allem bei den Kölnern, da sind ja viele Leute dabei, die vor allem auch du schon aus den letzten 15 Jahren irgendwie kennst. Okay, Gabi sitzt jetzt auf der Bank mit Schulterverletzung, gegen den hast du ja auch schon ewig und 3 Tage gespielt. Stergi, den kennt man halt auch, Benny Lennartz gerade auf der Mitte. Lennartz, den kennst du halt auch schon ewig, oder? Ja, Benny Lennartz, sehr, sehr erfahrener Spieler. Der hat ja zu seiner Zeit, wo er noch in Frankfurt bei den Manhattan Sky Wheelers gespielt hat, auch schon in dem Finale um die deutsche Meisterschaft gestanden. Lisa Bergenthal, Nummer 6 der Kölner, war in Tokio bei den Paralympics mit dabei. Michalis Stergiopoulos, den kenne ich auch schon ewig, noch aus Zeiten, wo ich beim ASV Bonn gespielt habe. Da war er schon, damals schon einer der gestandenen Spieler und ja, wie man sieht, spielt er immer noch. Von daher sicherlich keine Aufgabe für unsere Jungs und Mädels heute, gegen so eine erfahrene Mannschaft dann zu spielen. Felix Heiser meinte vor dem Spiel, wir müssen unbedingt auf Stergi aufpassen, dass wir ihn aus der Zone raushalten und auch Lisa Bergenthal die Schüsse von außen wegnehmen. Wir haben gerade gesehen, die Kölner agieren mit einer Ganzfeldpresse. Die hat Hannover gerade richtig gut geknackt. Da muss man wirklich sagen, das war ein super Layup dann am Ende von Heiko Müllers. Gutes Passspiel, sehr viel Druck gerade unterm Korb für Benny Lennartz. Offensiv-Rebound, schöner Block bei Luis Konrad und der Ball ist auch schon wieder auf dem Weg nach vorne. Heiko Müllers im 2-1, na gut, sagen wir mal 3-2. Ui, und ja, da ist auch schon der Ballverlust, na nicht der Ballverlust, aber zumindest Einwurf für Hannover United. Gute Defensivaktion von Lisa Bergenthal, dass sie da Stuhlkontakt, also ohne Foul auskommt und trotzdem noch eine Hand dran bekommt, um den Fastbreak zu stoppen. Finde ich aber auch gut, dass am Anfang sowas halt laufen gelassen wird, dass da nicht sofort ein kleinliches Foul gepfiffen wird. Ja, ein bisschen Schwierigkeiten gerade beim Passen. Pass inside, Turnover United. Schöner Pass nach vorne, Überzahl die Kölner. Ui, Benny Lennartz mit dem Lay-up. 4-4. 4-4. Und wieder Pressing der Kölner. Felix Junior Hansing auf dem Weg nach vorne mit dem Ball. Heiko Müllers bringt den Ball. Viel kreuzen, keine Passstation. Heiko ist frei. Sören im Post. Felix auf der Mitte. Schade, guter Wurf. Oh, Felix. Da haben wir ihn wieder. Neue Chance für Hannover United. Und da ist auch das erste Foul. Das ist natürlich... Für wen ist das Foul? Das Foul müsste an die Nummer 21 Tristan van den Einde gegangen sein. Schon das zweite Foul. Und das ist natürlich gerade, wenn du mit einem 6-Mann-Kader hier vor Ort bist, ist das natürlich ein ganz großes Thema, Foul Trouble. Das wird schwierig, ja. Und wenn dann 2-Punkte-Spieler, auf die du dann angewiesen bist, schöne Punkte von Heiko Müllers. Wenn der natürlich nach 2,5 Minuten schon 2 Fouls hat, dann wird es natürlich
Interessanter Spieler, war für uns... Offense Foul. Nee, ich glaube, ist über die Grundlinie gefahren beim Einwurf. Ah, okay. Und das ist bei uns natürlich in Hannover hier immer so ein bisschen so ein Thema. Ich glaube, er nimmt seinen Pfiff gerade zurück, weil dieser Bergenthal zwar über die schwarze Linie gefahren ist, die Zuschauer da unten schön sehen können, wo sie jetzt auch wieder drüber steht. Aber bei uns in Hannover ist die rote die Baseline. Das ist gut. Für manche Schiedsrichter manchmal sehr auch etwas verwirrend. Adlerauge. Sehr gutes Adlerauge, Herr Haller. Ich bin ja, weil stolz. Ich so einen Pfiff schon mal bekommen habe. Also der wurde nicht zurückgenommen. Ja, das wäre vielleicht in der nächsten Saison wirklich mal was. Schön gezogenes Foul von der Nummer 21. Ja, wir haben vor dem Spiel schon kurz drüber gesprochen. Interessanter Kandidat für die Kölner 99ers. Jetzt auch wohl mit erst seit kurzem dabei, der Tristan. Ja, scheint Share Skills mitzubringen, gute Basics. Mhm. Schauen wir mal, wie es von der Linie aussieht. Zwei Punkte Spieler, jawohl. Auf jeden Fall ein Spieler, der durchaus spannend ist. Ja, die Bewegungen sehen alle sehr rund aus. Sieht aus nach einem Spieler, der durchaus viel Potenzial mitbringt. Ja, eben beim Warm-up ein bisschen beobachtet. Von der Linie noch nicht wirklich. Aber Korbleger das kann ja links wie rechts gefinisht, gute Pässe gespielt. Mal gucken, wie es jetzt im Spiel so ist. Die beiden Freiwürfe lässt er liegen. Gutes Pressbreak von United. Sebold mit dem Ball. Jetzt wird's dunkel. Ja, das ist noch sowas, was man in der zweiten Liga häufiger sieht, dass es dann nach dem Pick and Roll häufig mit den Pässen schwierig wird. Linke Hand, dann ist er drin. Gute Ballbewegung. Falco Müllers Inside, nicht den Ball gegeben. Das war ein bisschen zu kurz. Aber Ball bei Konrad. Ja, wieder zu kurz. Den muss er nehmen. Uhr lief runter, weil der Ball von Sögen nicht den Ring berührt hatte. Ja, gerade noch. Also die Presse funktioniert noch nicht wirklich. Allerdings muss man auch sagen, die letzten zwei Würfe sind noch ausbaufähig. Gutes Passspiel der Kölner. United nur am Pressuren und da sind die ersten zwei Punkte von außen für die Köln 99ers. Ja, und bestätigt das, was wir im Warm-Up ja schon so ein bisschen gesehen haben, dass die Nummer 21 der Kölner, Tristan van den Einde, dass der durchaus ein talentierter Spieler zu sein scheint. Guter Pass, Heiko Müllers, schöner Inside, Pass. Jawohl. Schöner Pass von Lukas Seiring. Gutes Pressbreak, schön schnelle Pässe, auch gut erkannt, dass die Kölner fronten. Das heißt, sie sind immer zwischen Ball und Spieler von United. Das macht natürlich die Entscheidung dann ein bisschen schwierig für den Passgeber. Schöner Pass in die Zone. Gutes Pressbreak von United, jetzt auch guten Druck an Benny Lehnertz. Und das hat genügt. Heiko Müller schon auf dem Weg nach vorne. Felix Hansing mit dem Ballvortrag. Lukas Seiring, Heiko Müller schon wieder inside. Gute Entscheidung, nicht den Ball zu spielen. Ja, jetzt werden sie ein bisschen wild. Guter Pass auf Heiko Müllers. Jawohl. Und da ist der erste and one. Aber es ist wirklich auch gut zu sehen. Die Kölner haben wahrscheinlich die letzten Spiele von United gesehen und da durchaus auch registriert, dass United immer wieder Probleme auch mit einer Pressverteidigung hatte. Gegen Zwickau, glaube ich, hier im Heimspiel 22 Turnovers gehabt. Dann in Zwickau auch wieder eine hohe zweistellige Anzahl an Turnovern gehabt. Und von daher umso schöner zu sehen, dass die Presse momentan, dass United da keine Probleme mit hat. Von den Zwickauern wahrscheinlich auch schon ein ganz anderes Tempo und auch eine ganz andere Presse gewohnt. Das hat wahrscheinlich in den letzten Wochen dann auch geholfen. Nun Stergi mit dem Ball, Lisa Bergenthal. Lisa macht sich gefährlich. Druck am Ball. Die Defense von Felix, ja. Sehr gut am Stuhl geblieben. Benny Lennartz. Uhr läuft runter, muss er nehmen. Nimmt da Lukas rein. Mit Rebound. So, 8 Sekunden kriegen wir schon mal nicht. Lukas Seiring. Schade. Da wurde er geblockt. Lukas nimmt den Ball zu tief runter in der Situation. Da muss man halt ein bisschen schauen. Das ist definitiv der größere Spieler. Aber. Vielleicht hat er aber auch so ein bisschen den Gegenspieler unterschätzt. Ja. Den Tristan. Dass er sich dachte, da kommt er eh nicht ran. Ui. Hat aber durchaus auch lange Arme. Die Kölner 21. Das auf jeden Fall. Trotzdem gutes Überzahlspiel bisher. Macht Spaß zuzuschauen. Zahlt sich auch im Moment aus. Wir führen mit 10-6. Das ist ja etwas, was uns auch in so einer frühen Phase des Spiels sehr freut, wenn wir da irgendwie einfach ein gutes kleines Polster haben und nicht schon gleich einem Rückstand hinterherrennen müssen. Ui! Stergi mit einem Mismatch-Wurf von außen hat er getroffen. Zum 10-8. Louis Konrad mit dem Ball. Ui, schöner Block von Sören Sebold.
das ist jetzt eine Situation, da müssen natürlich ein paar mehr Pässe rein in den Pressbreak. Es kann nicht sein, dass Luis da 4-5 Sekunden lang den Ball halten muss. Da müssen Anspielstationen da sein. Der Pressbreak jetzt hat trotzdem funktioniert. Schönes Pick and Roll von Sören Sebold und Lukas Seiring auf der Seite. Und Bilal Ujedit am Boden, deswegen unterbrochen. Einwurf Köln. Ja, da versuchen sie gerade Sören zurückzuhalten. Ich weiß nicht, ob die Kölner sich da nicht die Kräfte eventuell sparen sollten, weil ich glaube, das wird sehr schwer, den da zurückzuhalten und als Backpick zu haben. Dafür steht jetzt ja, United wieder hinten mit 5 Mann. Das ist doch super aufgeschlüsst. Eieiei. Ball Lisa Bergenthal, Pass auf Lennartz, Skip-Pass auf Stergi, der ist frei, zu spät am Ball und er trifft. Der zweite in Folge, den er jetzt macht. Ja, Felix Heise meinte vor dem Spiel, man solle Stergi aus der Zone raushalten. Jetzt hat er natürlich von außen getroffen, das könnte in den nächsten Minuten dann wiederum, ja, Treffer von Inside von ihm bedeuten. Das könnte dann jetzt ein bisschen schwierig werden und da kommt auch schon der erste Wechsel. Bei Hannover United. Thomas Schröder nun auf dem Feld für Felix Hansing. Gute Minuten von unserem Felix Junior. Ja, 2 Assists in 5,5 Minuten. Guter Start. Ui. Mal gucken, was Thomas Schröder, der alte Routinier, jetzt hier Dreier aufs Feld bringt. Oh, so. Ah, gut, sehr mutiger Wurf. Mutiger Wurf. Wir haben gesehen im Hinspiel, da kann er diese Dinger machen. Soll er auch ruhig weiternehmen in so jungen Jahren. Das könnte sich später sehr auszahlen. Ja, Sören natürlich mit einer. Der tut weh. Sören natürlich mit einer sehr, sehr großen Rolle jetzt auch in der zweiten Mannschaft, die ihm und seiner ganzen Entwicklung natürlich ungemein gut tun wird. Ne? Ja, End One für Stergi, der nun an der Freiwurflinie steht. Das bedeutet allerdings auch die Führung für die Kölner. Und das ist nun die... Ui, das ist jetzt die 2-Punkt-Führung für Köln. Allerdings Ball bei United. Ah, Pass mit links. Leider ein Turnover. Der erste auch, den ich so jetzt von unterm eigenen Korb gesehen habe. Mit einem langen Pass. Stergi mit dem weiteren Wurf und auch dem Offensiv-Rebound sieht Lisa Bergenthal, die unterm Korb ganz frei steht. Auszeit Hannover. Christoph Lübrecht nimmt die Auszeit. Ja, da haben sie nicht ausgeboxt, ne? Stärke verwirft den eigenen, holt sich den eigenen Rebound wieder, weil nicht ausgeboxt wurde. Und zack, führt Köln mit 4. Kein Grund zur Nervosität. Ausgeglichenes Spiel. Jeder hat seine Runs. Allerdings muss man da schon schauen, dass man das jetzt nicht zu groß werden lässt. So, bei so einem jungen Team ist ja teilweise auch die Nervosität so eine Rolle dann. Wie siehst du das bei unseren Leuten im Moment? Ich sag mal so, ist natürlich bei einer jungen Mannschaft immer so, dass so ein Run eines der Run eines Gegners natürlich dafür sorgen kann, dass die Köpfe mal ein bisschen schneller runtergehen als bei einer Mannschaft, die schon ein bisschen erfahrener sind. Aber genau da sind jetzt die erfahrenen Spieler gefragt. Ja, Heiko Müllers, Christoph Lübrecht, auch ein Thomas Schröder, dass da halt auch positiv geblieben wird und dass da irgendwie versucht wird, dass man sich da gemeinsam rauszieht. Ist jetzt ein 8-0-Run der Kölner, der sollte jetzt definitiv ja, nicht noch ausgeweitet werden, sondern man sollte zusehen, dass man da jetzt ja, versucht dran zu bleiben und das Spiel weiter ausgeglichen zu gestalten. Aber es ist halt alles, ja, gerade für die jungen Spieler ein Entwicklungsprozess und da bin ich wirklich im Verlauf der Saison gespannt, was sie da für Schritte gehen werden. Wie sie sich aus der Situation jetzt zum Beispiel auch rausziehen. Christoph Lübrecht gerade mit scheinbar den richtigen Worten, man merkt schon so ein kleines Feuer in der Mannschaft, das gefällt mir sehr gut. Ja, doch ein bisschen emotional geworden, allerdings in einer positiven Art und Weise. Pass auf Lukas Seiring, Skip-Pass rüber zu Heiko Müllers. Ja, gerade ein bisschen statisch. Heiko steht frei, Wurf von außen und den macht er. Ja, Heiko Müllers jetzt 5 von 6. Bislang der Einzige, der gescored hat bei United. Alle 12 Punkte gehen aus seinem Konto. Mittlerweile hat er sich sein Selbstbewusstsein von... Ja, leichten Schüssen in der Zone geholt, nimmt jetzt auch Würfe von außen. Mittlerweile die Kölner in ihrer Offense. Wurf von außen, Nummer 16, Rebound bei Louis Conrad. Mensch, der sammelt aber auch schon einiges hier an Rebounds. Stark! Ah, jetzt anbieten, Press Break, keine 8 Sekunden, das ist schon mal sehr gut. Heiko Müllers mit dem Ballvortrag.
Pick and Roll sehr weit über der Dreierlinie. Sehr viel Druck am Ball gerade. Schöner Block von Thomas Schröder. Pass auf Lukas Seiring, der komplett frei hinterm Korb. Wurf von außen. Offense Rebound, Luis Konrad. Super, Luis. Schade. Ja, Luis schon mit 5 Rebounds. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er sich mit dem End-One auch belohnt hätte. Aber jetzt die Chance für ihn. Der erste Spieler bei United zu sein, der neben Heiko Müllers hier scored. Ja, Luis Konrad, auch ein Spieler, der halt wirklich mittlerweile einen richtig guten Wurf hat. Es war ja immer so ein bisschen die Sache bei ihm, er arbeitet unglaublich viel an der Athletik, ist da auf einem richtig guten Weg, hat halt einfach ein super Händchen, das er hier auch jetzt zeigt mit den ersten Punkten für sich selbst von der Freiwurflinie. Ja, einfach ein interessanter Spieler, bei dem man echt gespannt sein kann, wo die Reise noch hinführt. Thomas Schröder wird zurückgehalten. Heiko Müller stoppt Stergi. Wurf von außen. Ui, der war zu kurz. Einwurf Hannover United. Ja, mittlerweile auch für Zweitliga-Verhältnisse eine durchaus stattliche Zuschauerzahl in der Halle hier. 30, 40 1000. Köpfe sehe ich hier. 1500 Köpfe sehe ich hier. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen, liebe Zuschauer, aber hier brennt die Hütte. Seren Söbold mit dem Drive unter den Korb, dribbelt sich frei. Heiko Müllers von außen. Upp, da hat er eben getroffen, das weiß er auch. Schade. Den hat er nicht getroffen. Transition der Kölner. Einfacher Layup, schauen wir mal. Ja. Ja, da sind die Basics, von denen wir vorhin gesprochen haben. Einfache Punkte für die Köln 99ers. 16 zu 13. Sören Seebold mit Geschwindigkeit von hinten. Guter Und dafür Pass. Wird er auch belohnt. Guter Pass auf Thomas Schröder. Oh, super Press Break, leider nicht abgeschlossen mit einem Korbleger. Aber das sind Situationen, an denen können sie sich hochziehen. Natürlich, der Layup ist immer schlecht, aber das waren drei richtig gute Pässe, richtig guter Press Break. Wenn sie den noch mit einem gemachten Layup abschließen, dann überlegen sich die Kölner das mit der Presse vielleicht auf Dauer. Ganz starker Druck gerade von Heiko Müllers. 3 Sekunden auf der Uhr, den muss er nehmen. 3-Punkte-Wurf. Der tut weh. Offensivrebound bei den Köln 99ers und anscheinend 2 Punkte. Letzter Angriff, sehr wahrscheinlich für Hannover United. Wir haben noch 30 Sekunden im ersten Viertel. Wieder Druck am Ball. Luis Konrad. Den Angriff Pass rüber. Besten ausspielen. Kaum sage ich es, kommt der Ballverlust. Stergi mit den Händen am Ball. Der kennt die Passwege mittlerweile auch gut. 2-1. Und jetzt wieder. Haben noch 10 Sekunden. 7. Na, ja, das Heiko wird nicht mehr reichen für einen Wurf. Hauptsache. Keinen Punkt mehr kassieren. Oh, ein Foul bei 0,07 Sekunden. Das ist natürlich ein Geschenk von Michaelis Stergiopoulos an die hannoversche Nummer 4, an Luis Konrad. Mit 0,7 Sekunden auf der Uhr. Schon im Teamfoul-Bereich macht er da so ein, ich sag's mal, unnötiges Foul. Und gibt Luis Konrad die Chance für 2 weitere Punkte, die nicht unwichtig wären. Insbesondere mit der kleinen Rotation der Kölner ist so ein Foul Ende des Viertels natürlich sehr bitter. Ich weiß gar nicht, auf welcher Position die Kölner im Moment überhaupt wechseln können. Im Low-Pointer-Bereich haben wir dort. Auf der Bank sitzt noch Joel Schröder mit 2,5, der aber, glaube ich, auch noch einen Jugendbonus hat. Von daher könnte er, glaube ich, sogar als Anderthalber spielen. Das könnte durchaus sein. Ich meine auch, dass er eine... Reden wir später drüber. Ja. Wir haben ihn ja in der ersten Bundesliga auch schon gesehen. Dort haben wir ja gegen ihn gespielt. Da hat er einen soliden Eindruck gemacht, der Herr Schröder, der Köln 99ers. Gute Chair-Skills, ist auch mittlerweile Mitglied der U19-Nationalmannschaft. Hat bisher noch keinerlei Minuten gesehen. Wir gehen jetzt in die Viertelpause mit einem Stand von 20 zu 13. Ja, oder 13 zu 20, wir sind ja Heimmannschaft. Ne? Ja, leichter Punkterückstand, aber wir schauen mal weiter. Jetzt sind wir wieder, sagt Philipp Schaper aus der Regie. Ja, willkommen zurück aus der Werbung. Ich habe gerade gesagt, ich bin mal gespannt von Christoph Lübrecht, unser Spielertrainer, sich hier selber einwechselt. Er hat das erste Viertel jetzt komplett sich von außen angeguckt. Ich sag mal so, aus meiner Sicht brauchen sie ihn jetzt in der Phase. Aber es sieht nicht so aus, als würde er sich jetzt bringen, sondern, und das spricht auch für Christoph, er bringt mit Jakob Krömer einen ganz jungen, interessanten 4,5er, Nummer 22 auf Seiten von Hannover United. Oh, und er bringt sich auch selber. Da war ich zu voreilig. Also neue Lineup bei Hannover United, Christoph Lübrecht, Dennis Werner,
Jakob Krömer, Luis Konrad und Andreas Eierl. Eine Line-Up, die eine ganze Ecke größer ist als noch das, was wir vorher gesehen haben. Wir haben mit Dennis Werner und ja, Christoph Lübrecht himself schon zwei ordentliche Brecher jetzt mit auf dem Feld. Dennis Werner aus den letzten Jahren, wenn wir mal gegen ihn gespielt haben, ein unglaublich gutes 1 gegen 1, bringt viel Kraft mit. Schauen wir mal, wie Team United das jetzt umsetzt. Auch das erste Mal jetzt auf dem Feld Andreas Seire. Ja, mittlerweile auch schon über 10 Jahre hier mit im Verein. Wahrscheinlich mit die Spielerin neben Thomas Schröder, die mit am längsten dabei ist. Rebound Heiko Müllers. Das ist jetzt die Sache. Ein relativ großes Team, relativ kräftig. Man muss schauen, wie dieses Team jetzt mit dem Pressbreak klarkommt. Das könnte ja hin und wieder, vor allem mit so vielen Centern, ein bisschen Schwierigkeiten bringen. Andreas Seire versucht jetzt gerade Heiko Müllers abzuholen. Ups, Christoph Lübrecht, so rum. Christoph Lübrecht am Ball und da wird schon schwierig. Schade, ja. Ja, du hast natürlich einen guten Punkt, ne? Köln presst übers ganze Feld. Da muss man gucken, ob das mit dem Lineup so gut funktionieren kann, ne? Ohne wirklichen Guard. Rebound bei Dennis Werner. Immerhin haben wir jetzt Rebound-Hoheit. Das müsste eigentlich ganz gut sein jetzt. Aber du hast es angesprochen, uns fehlen die Ballhändler. So, da müssen wir jetzt gucken. Vor allem Luis Konrad muss jetzt in die Verantwortung treten. Macht er auch, steht mit dem Ball. Jetzt bräuchten wir nochmal ein, zwei Passstationen. Christoph Lübrecht auf dem Weg nach unten zur Baseline mit dem Ball. Und da sind wir auch schon wieder unter 10 Sekunden. Ui, jetzt wird schwierig. Ballverlust Hannover United. Guter Druck am Ball. Reicht aber nicht. Nein, den macht er nicht. Rebound Hannover United. Oh, Christoph Lübrecht mal. Kurzes Zeichen. Haut den Ball auf den Boden. Direkt United vor der Schiedsrichterin. Da muss man auch immer so ein bisschen vorsichtig sein. Manche Schiedsrichter können das auch mal falsch interpretieren und da mal einen Tee verteilen. Von daher. Ja. Eine Verwarnung hätte mich jetzt auch in der Situation nicht gewundert. Ist nochmal glimpflich gegangen. Ist nochmal gut gegangen. Luis Konrad mit einem guten Block. Jetzt mal passen. Jetzt passen. Ah. Ja, das würde jetzt meiner Meinung nach auch eventuell schon eine Reaktion von dem Spielertrainer erfordern. 22:13 für die Kölner. Andreas Seire mit dem Einwurf. Auf Christoph Lübrecht. Keiner, der zurückkommt in dem Moment. Ein guter Pass über die Mittellinie. Und da ist der nächste Turnover. Also so gut, wie sie es in der Anfangsphase gemacht haben, so schlecht, muss ich leider sagen, machen sie es leider gerade. Am Anfang wirklich viele gute Situationen gehabt, wo sie die Presse der Kölner geknackt haben mit gutem Ballmovement, Kreuzen. Korbleger draus bekommen teilweise und jetzt, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt, aber das dürfte jetzt schon der fünfte, ich guck mal gerade bei den Stats, sind wir mittlerweile bei 8 Turnovern angelangt. Das ist deutlich zu viel. 12 Minuten. Das ist deutlich zu viel, da muss United jetzt etwas tun. Rebound bei Christoph Lübrecht. Mittlerweile laufen wir einem 11-Punkte-Rückstand hinterher. Ja, viel gegen 1 gerade, wenig Passoptionen für Dennis Werner. Pass auf Luis Konrad. Nimm ihn dir. Das ist ein guter Wurf. Und da war das Fenster auch schon wieder zu. Nochmal. Schade. Da einmal gezögert, das wäre der Wurf gewesen. Das ist häufig bei jungen Spielern noch so ein bisschen die Frage, dann nehme ich den Wurf oder nicht? Ist diese Entscheidung schon die richtige? Manchmal ist es dann einfach der Fall, darauf zu sagen, okay, da gebe ich jetzt nicht viel drauf, sondern mache es einfach. Ich denke mal, den nächsten würde er dann sofort nehmen, wenn er frei hinterm Schirm steht. Lisa Bergenthal auf der Mitte, Pass auf Benny Lenartz. So, die United Bank feuert jetzt mal lautstark an von außen, um hier den Stop zu holen. Stärke an der 3-Punkte-Linie. Pass auf Lisa Bergenthal, diese ist mittlerweile auf der ganz anderen Seite. Noch 5 Sekunden für den Angriff, noch 3. Druck an Lennartz. Und der verwirft. Ball bei den Köln 99ers. 2,5 auf der Seite. Und trotzdem wurde da der Defensiv-Rebound leider abgegeben. Mittlerweile ist der Ball da. Pass auf Dennis Werner. Dribbeln nicht vergessen. Zu spät. Turnover Nummer 9.
Ja, auch das ärgert Präsident Joachim Rösler, den ich an der Seite gerade auch etwas den Kopf schütteln sehe. Der ist voll im Spiel wieder mit drin. Das ist ja auch ganz schön zu sehen, dass auch die Fans involviert sind. Viele, viele bekannte Gesichter hier in den Reihen. Aber nun der Ball wieder bei den Köln 99ers. Den hat es zum Einwurf. Sehr viel Druck am Ball, weit über der Dreierlinie. Das öffnet natürlich Platz unterm Korb. Stergi am Ball, Powerseite mit Benny Lehnerts, Wurf hinterm Schirm. Und er vergibt. Und der Ball ist schon wieder zu viel, ja, loose im Raum. Aber Lübrecht hat reagiert, hat mit Sören Seebold und mit Felix Hansing zwei Jungs gebracht, die den Ball ein bisschen besser handeln können. Wollen wir hoffen, dass da jetzt auch die Sache mit dem Pressbreak ein bisschen besser läuft wieder. Jakob Krömer, super. 15 ist der Junge erst. 15 Jahre alt. Auf einem sehr guten Weg. Sind gespannt, was der Spieler jetzt hier noch so rausholt. Letztes Jahr durfte er auch erstmal nicht vorstellig werden bei Sebastian Wolk und der deutschen U19. Durchaus ein vielversprechender junger Spieler, den wir da in den Reihen haben. Den wir uns sicherlich freuen dürfen die nächsten Jahre. Sören Seebold auch gerade mit einem sehr schönen Überzahl-Play. Er hat einen richtig guten Block gestellt auf die Nummer 16 von den Kölnern. Muss man wirklich sagen, solche Kleinigkeiten, einfach mal Spieler abholen, bringt am Ende sehr viel. Pass auf Lehnert, Stergi. Stergi frei von außen, Pass rüber auf Lehnert. Aktuell wissen die Kölner nicht so ganz genau, wo der freie Wurf ist. Da ist er. Der vergibt ihn. Wir müssen besser ausboxen. Gerade sind die Rebounds definitiv nicht bei uns. Und da geht es aus. Nichts. Turnover der Kölner. Sören Seebold, gerade richtig am Motivieren. Und Auszeit Köln. Da merkt man so ein bisschen, dieses Momentum-Shift ist gerade dort. Also United hat wieder ein bisschen Aufwind, würden wir sagen. Schauen wir mal, wohin das führt. Ja, ich denke gerade der Wechsel auf die Line-Up mit Sören Seebold und mit Felix Hansing, da zwei Spieler zu bringen, die den Ball auch mit nach vorne bringen können, die einen gewissen Speed mitbringen, auch in der Offense, gerade wenn du gepresst wirst. Ganz wichtige Umstellung gewesen da von United. Und das zahlt sich gerade aus. Gut gescored eben über Jakob Krömer. Und genau da müssen sie jetzt weitermachen. Den nächsten Ballverlust der Kölner provoziert. Und jetzt musst du vorne scoren. Und dann bist du wieder im Spiel. Was halt nicht passieren darf, ist, dass du jetzt bis zur Halbzeit da noch die Kölner noch davon ziehen lässt. Auf zweistellig, keine Ahnung, auf 12, 13, 14 Punkte. Das ist dann natürlich ein Berg, den du dann vor dir hast in der zweiten Halbzeit, der super schwierig wird. Von daher, alles, was du jetzt vor der Halbzeit noch, wo du da noch rankommen kannst, ist Gold wert. Auch die Frage, wie lange die Köln 99ers mit einer Presse in diesem Spiel agieren können. Klar. Mit einer Sechser-Rotation ist das natürlich auch sehr ambitioniert. Aber bisher scheint diese Presse ja zu funktionieren, sich ein kleines Polster zu erspielen. Mal schauen, mit was für einer Defense sie jetzt rauskommen werden. Sören Seebold beim Einwurf. So, Sören auf einer Powerside mit Dennis Werner. Rechts haben wir Christoph Lübrecht und Jakob Krömer. Christoph Lübrecht wird auch gejumpt. Sören nimmt sich den Wurf. Geht mit gutem Beispiel voran, leider zu kurz. Verteidigung ist nun angesagt. Aber Sören scheut da auch keine Verantwortung. Ne? Er geht da hin, nimmt sich den Wurf, weiß, okay, ich kann scoren, hab das Selbstvertrauen. Fällt noch nicht, aber grundsätzlich gefällt mir persönlich das immer ganz gut. Wilder Wurf von außen. Dennis Werner kriegt die Hände nicht mehr ran an den Ball. Und Uhr abgelaufen. Gute Verteidigung von United. Zweite gute Defense in Folge von United. Jetzt mal vorne belohnen. Und das Ganze von 9 auf 7 oder sogar auf 6 runterschrauben. Aber da ist die angesprochene Presse auch schon wieder der Köln 99ers. Bald zurück auf Sören Seebold, der legt ein Vollgas ein. Ist damit auf dem Weg zum Korb. Jetzt aufpassen, dass man den Ball nicht verliert. Das könnte schwierig werden. Viele Hände am Ball. Gut gelöst, Herr Seebold. Noch 8 Sekunden auf der Uhr. Schöner Pass. Und Ball bei den Köln 99ers. Felix hat eigentlich einen guten Wurf von außen. Gerade von links mit Brett macht er den gerne.
soll er ruhig weiter schießen, auch wenn der jetzt nicht gefallen ist. Aber das sind die Würfe, die wir brauchen. Und da wird auch mal irgendwann mal einer fallen. Köln mit einem sehr sortierten Setplay gerade. Sie wissen, es muss viel am Ball Druck gemacht werden. Lisa Bergenthal mit außen. Weiteres Pick and Roll. Erster Wurf von außen von ihr, glaube ich. Wieder gute Defense. Aber jetzt mal vorne belohnen. Jetzt müssen wir uns mal vorne belohnen. Sie sich. Wir selber spielen ja nicht. Und da fehlen wieder guter die guter Pass von Felix Hansing. Sehr schöner Pass. Schade. Bisschen zu tief unterm Korb am Ende abgeschlossen. Das war natürlich nicht so ganz einfach für ihn. Allerdings trotzdem wären diese Punkte jetzt sehr wichtig gewesen. Pass nach in die Zone. Ja, wir haben hier gerade relativ viele einfache Korbleger, die nicht reingehen. Ich glaube, beide Mannschaften können diese Punkte gerade gut gebrauchen, um sich entweder ein Polster zu erspielen oder dieses Polster kleiner zu machen. Aber so ist das manchmal. Immerhin trifft der Gegner gerade nicht. Ja, Köln lässt gerade sehr viel liegen. Aber auch muss man sagen, also die, jetzt die letzte Defense war natürlich, da lassen, wir einen Korb, da lassen, lassen sie einen Korbleger zu, den Stergi nicht macht. Jetzt gucken wir Dennis Werner. Unterm Korb. Was jetzt? Ein technisches Foul. Wofür? Gegen wen? Sehr ungläubige Blicke gerade bei den Köln 99ers. Der Schiedsrichter hingegen sehr, sehr bewusst und eindeutig in seiner Aktion. Also der war sich sehr sicher, aber keine Ahnung. Nehmen wir Freiwurf für Sören Sebold. Schade. Da wird jetzt auch nochmal Rücksprache mit dem Kampfgericht gehalten. Ja, da bin ich jetzt gerade auch überfragt. Können leider nicht hören, was da gesprochen wird. Das technische Foul ging auf jeden Fall gegen die Nummer 18, Benjamin Lennartz. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Wir nehmen sowas dankend an. Kein Druck hinterm Schirm. 6 Sekunden noch, Christoph Lübrecht jetzt mit dem ersten Wurf von außen. Auch ja, der die, war zu gut. Die Kölner parken natürlich die Zone zu. Und United muss sich da auf die Schüsse von außen verlassen. Die Antwort auf sowas ist dann meistens, dass man sich versucht, Backpicks zu holen. Sprich, einen Gegenspieler zurückzuhalten, eine Überzahl zu fahren. Aber da ist United natürlich momentan damit beschäftigt, gegen die Presse zu spielen. Eine Presse kann auch eine Einladung sein. Aber ich glaube soweit ist United ja momentan nicht. Mittlerweile laufen wir einem 11-Punkte-Rückstand hinterher. Das ist natürlich ärgerlich zu sehen. Mit der Presse, man kommt über die Mittellinie, das ist kein Ding. Allerdings ist es doch im Moment eine schwierige Sache. Pass inside, Dennis Werner. Einfacher Wurf, Krömer. Und er macht ihn. Halleluja. Da sind wir wieder unter 10 Punkten. Kann man auch mal in die Hände klatschen, dass so ein Ding jetzt mal reinfällt. Geht doch. 17:26 aus Hannoveraner Sicht. Nun geht es darum, Würfe von außen wegzunehmen, aber die Zone trotzdem sauber zu halten. Skip-Pass auf Lennartz, wieder auf die Mitte zu Bergenthal. Schönes Passspiel der Köln 99ers. Sehr viel Ruhe, da merkt man schon, die sind ein bisschen abgezockt. Da spielen einige von denen schon ein paar Jährchen mehr als die Leute, die wir bei uns... Oh, schön ausgefeckt. Flyby. Sowas an solchen Momenten lernt man. Pass auf Dennis Werner, dieser fährt auf den Korb zu. Überzahl. Aber keine freie Passstation. Da ist Christoph Lübrecht und den muss er machen. Wichtig. Weiter geht's. Da geht der Spielertrainer leider nicht mit gutem Beispiel voran. Aber die Würfe sind die richtigen im Moment bei United. Sie müssen nur reingehen. Nächster Ballverlust der Kölner. Die häufen sich jetzt natürlich auch. Und so kritisch, wie wir eben mit United Anfang des zweiten Viertels waren beim Thema Ballverluste, da ist bislang jetzt in den letzten 7 Minuten nur noch einer dazugekommen. Was ja auch dafür spricht, dass das ganze Spiel deutlich besser aussieht. Jetzt müssen sie nur noch treffen. Das hört sich immer so einfach an. Aber sie spielen sich gute Situationen raus, lassen leider momentan zu viele einfache Würfe auch liegen. Wieder guter Pass von Felix Hansing auf Christoph. Und das ist ein Foul von Benny Lennartz. Der da ordentlich reinschreibt bei den Christoph Lübrecht. Gute Morgen. Das ist sein zweites. Sören Sebold zum Einwurf. Felix Hansing.
Bei oben an der Dreierlinie nimmt er nicht. Pass auf Christoph Lübrecht. 7 Sekunden auf der Uhr. Rüber über die Zone. Gute Wurfposition. Schöner Fake noch von Felix Hansing. Vielleicht nicht unbedingt nötig, aber leider nicht getroffen. Der ist lang. Oh. Ja, richtig. Ball weiterhin bei den Köln 99ers. Man, gut, dass unser Herr Krömer da noch die Hände zwischenbekommen hat. Einwurf Lisa Bergenthal. Na, nicht ganz. Lisa Bergenthal mit dem Ball. Pass auf die Mitte, Stärke auf der Mitte. Und wieder Offensiv-Rebound bei den Köln 99ers. Nach dem Fehlwurf ist es nun Dennis Werder am Ball. Guter Pass auf Hansing. Ja. Sehr schön. Ja, nach so einer schönen Überzahl, sich da nicht zu belohnen, das ist natürlich jetzt schwierig, da irgendwie den Kopf oben zu behalten, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Aber ja, Jakob Krömer, eben schon mal angesprochen, 15 Jahre alt. Der Junge darf auch durchaus nervös sein bei seinem dritten oder vierten Zweitligaspiel, was er hier heute macht. Also alles in allem die richtigen Entscheidungen. Christoph Lübrecht gibt ihm gerade hier nochmal Informationen dazu. 29 Sekunden noch auf der Uhr. Danach ist auch schon Halbzeit. Oh, pass auf, Lisa Bergenthal. Pick and Roll, Lennartz. Und der hat den Korb irgendwie... War da jemand dran? Oder hat dein Korb einfach verfehlt? Doch, Dennis Werner gibt zu, dass er dran war. Ja. Fair Play von unserer Nummer 7. 18 Sekunden noch übrig. Lisa Bergenthal wieder zum Einwurf. Gerade noch gesagt, sie wollen das Ganze ausspielen. Oh, das war leider zu früh. Wieder die falsche Linie. Diesmal war sie wieder wirklich die falsche im Aus. Linie. Diesmal war sie wirklich im Aus. Gar nicht mal, glaube ich, ihr Fehler. Ich glaube, Lennartz hat das ein bisschen... Ja. Der Pass zu ihr zurückkam tick zu früh. Ja, da war sie noch im Aus mit dem Hinterrad. Noch 9 Sekunden in der Halbzeit. Sören Sierold. Krömer. Jawohl, Junge. Ja. Da belohnt er sich mit 2 Sekunden sehr noch schön übrig auf der Uhr. Super. Und das war die erste Halbzeit. Ja, eventuell nicht unbedingt die erste Halbzeit, die wir uns gewünscht hätten. Ein guter Start von Hannover United. Dann eine Phase, in der es halt schwierig war, die Presse der Köln 99ers zu knacken. Letztlich ist man nun wieder dran, muss allerdings trotzdem 7 Punkten hinterherfahren, was natürlich ärgerlich ist. Da muss man nun schauen, dass man in der Halbzeit die richtigen Umstellungen findet, dass man eventuell mit kleineren und auch schnelleren Lineups spielt. Allerdings kann man auch durchaus sagen, dass Leute wie Jakob Krömer und auch Christoph Lübrecht gerade doch, ja, auch durch ihre Größe hier und da ihre Vorteile natürlich hatten. Und da muss man jetzt schauen, wie man in die zweite Halbzeit geht. Wir melden uns wieder zu Beginn des dritten Viertels. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Wir haben gerade nochmal nachgefragt, warum denn das technische Foul gegen Benny Lehnert verhängt wurde. Ja, klatsch doch mal. Also, hat er gemacht. Hat er gemacht. Er hat anscheinend während des Wurfs in irgendeiner Form geklatscht. Nicht, ob er da die Hände aus Versehen zusammengehauen hat oder sowas. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Auf jeden Fall gab es dafür das technische Foul. Ja, gut reagiert anscheinend. So, jetzt schauen wir mal, wie Hannover United aus der Halbzeitpause zurückkommt. Schaut man sich die Stats an, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass Heiko Müller zurückkommen sollte. Der alte Haudegen hat auch tatsächlich mir mit 71% in der ersten Halbzeit echt ein gutes Spiel hingelegt. Ansonsten, Haller, wie würdest du jetzt anfangen? Also mir hat natürlich gefallen, dass Christoph einem jungen Spieler wie Jakob Krümmer da das Vertrauen schenkt, auch wenn Heiko in der ersten Halbzeit 12 Punkte gemacht hat. Jakob hat auch 3 von 6 geworfen, 6 Punkte gemacht. Hätte sogar noch 2 Punkte mehr machen können bei dem einen ganz freien, aber den entschuldigen wir ihm mal. Aber grundsätzlich gefällt mir das echt gut, wie Christoph da die Minuten verteilt, wie er jedem das Gefühl gibt, dass er wichtig ist. Und ja, jetzt sehen wir hier gerade die 5, bislang nur 4, die aufs Feld rollen. Ich denke mal, dass Thomas Schröder da noch zukommen wird. Ronja Holze jetzt das erste Mal heute mit auf dem Feld. Thomas Schröder rast hinterher. Ja, eine Überraschung, würde ich sagen, oder? Wie er jetzt anfängt.
Ja, aber das ist das, was ich gerade meinte. Er schenkt jedem das Vertrauen, gibt jedem die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und vielleicht ist genau das jetzt die Line-Up, die hier uns wieder richtig ranbringt. Ja, 26-19 der Spielstand bei den Kölnern. Michael Stergiopoulos geht direkt für einen Dreier. Passt nochmal weiter auf Lisa Bergenthal. Ordentlich Druck am Ball. Man merkt auch Harald, oh Gott, nicht Harald, Heiko. Heiko Müllers. Man merkt auch, Heiko Müllers will den Ball. Und da ist auch schon der erste Turnover. Weil Harald ja auch ein geschichtsträchtiger Name in Verbindung mit Hannover United ist. Sofort Flashbacks hier. Aber auch schon wieder der erste Turnover. Eieiei, oh, einfacher gemacht. Korbleger am Ende. Aber schön gemacht von Bilal Ujedit. Ujedit, okay. Der, ja. Der erste, den Pass faked und dann rechts unterhand für den Korbleger geht. Schöne Aktion. Dennis Werner, Pass auf Thomas Schröder. Dieser kann nicht ganz Heiko Müllers anspielen. Aber jetzt bekommt Heiko den Ball. Heiko im 1 gegen 1. Pass auf Luis Konrad. Ah, ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu gerade der Pass. Martin Kluck hatte gerade in der Halbzeitpause, also Martin Kluck, Head Coach der ersten Mannschaft, hat gerade auch den Tipp gegeben, mehr zu kreuzen, mehr Pässe, ja, mehr Grundlagen einfach in dem Moment auch, die man halt einfach braucht, richtig zu machen. Schauen wir mal, ob das jetzt umgesetzt wird. Ja, wenn ich mir die Punkteverteilung angucke, du hast gerade angesprochen, Heiko Müllers 12, Jakob Krömer 6 und Luis Konrad 1. Ansonsten noch niemand gescored. Also wir brauchen auch ein viel breiteres Scoring in der zweiten Halbzeit, um dieses Spiel zu drehen. Wir können uns dann nicht nur auf Heiko Müllers verlassen. Da müssen jetzt auch andere Jungs und Mädels in die Bresche springen und da auch mal ein bisschen scoren. Guter Druck am Ball. Soll. Gute Defense jetzt mal. Die Defense hat auch im zweiten Viertel sehr gut funktioniert. Jetzt muss aber auch in der Offense mal was kommen, weil sonst drehen wir das Spiel nicht. Mit 19 Punkten in 22 Minuten, da muss mehr kommen jetzt. Definitiv. Jetzt gerade unglaublich guten Druck am Ball gehabt. Am Ende Notwurf von Stergi. Heiko Müller ist nun am Ball. Wieder sehr viel Druck am Ball. Da sehen wir das Kreuzen, von dem wir gesprochen haben. Ui, da müssen wir aufpassen, dass wir keinen Offense-Foul kriegen. Heiko Müllers in der Zone. Leider daneben. Ball bei den Köln 99ers. Thomas Schröder, Druck am Ball. Hasselt nun hinterher. Heiko Müllers Druck am Ball. Ja, gut gemeint, aber... Was jetzt? Foul. Nee, 8 Sekunden. Acht Sekunden, ja. Ja klar, die Uhr steht auf 14, die Shotlock steht auf 14 Sekunden. Das waren schon 10 Sekunden, wo der Pfiff kam. Dennoch können wir froh sein, dass wir in dem Moment keinen Foul bekommen haben. Aus dem einfachen Grund, da waren viele Stuhlkontakte, wo man aufpassen muss. Aber letztlich nehmen wir das natürlich dankend an. Thomas Schröder mit dem Ball auf der Mitte. Pass auf Heiko Müllers. Schöner Pass. Leider daneben. Ball bei den Köln 99ers. Pass auf Benny Lehnertz. Der wirft Thomas Schröder. Rebound. Heiko Müllers schon wieder auf dem Weg nach vorne. Wieder ein zu kurzer Pass. Ja, wir merken es, das Passen ist gerade nicht unbedingt gut. Das müssen wir ändern. Und Korbleger Tristan von der Linde verlegt. Oh, der ist auch schon wieder gefährlich. Oh Gott, kommt aber an. Glücklicherweise kommt er an. Sehr mutiger Pass. um es mal positiv auszudrücken, ein sehr mutiger Pass. Um es positiv auszudrücken. Das ist schon schön, dass man mal auf der anderen Seite sitzt, ne? Und nicht immer über die eigenen Pässe schlecht geredet wird, sondern man auch mal irgendwie über die anderen Pässe mal ein bisschen abrotzen darf. Ja. Nee, der Pass war wirklich mutig. Kam an. Ball bei United. Punkt. Punkt. Deckel drauf. Pass auf Heiko Müllers. Ganz freier Wurf. Die nimmt er schon seit 20 Jahren. Leider. Die letzten drei Würfe jetzt nicht getroffen. Da hängt einer im Schuh. Was ist da los? Lisa Bergenthal. Stergi oben frei an der Dreierlinie. Kurzer Fake. Pass auf Bergenthal. Wieder rüber zu Lennartz. Druck ist da. Allerdings auch gutes Passen gerade bei den Kölnern. Ja, und das war's dann auch mit dem guten Passen. Die Defense wirklich nach wie vor echt nicht schlecht. Echt gut. Überzahl Hannover. Heiko Müllers unterm Korb. Und das wäre jetzt eventuell der Moment, wo man ja etwas verändern könnte.
gutes Passspiel der Kölner. Überzahl und wieder ein vergebener Korbleger. Aber was? Ein Foul an. Okay. Bergenthal wurde wohl noch gefoult. Aber wofür denn die Würfe? Nee, ich glaube, die Kölner Nummer 16. Ups. Bilal Ujedit. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Entschuldigung, falls nicht. Geht dafür an die Freiwurflinie. Ja, wie eben schon mal gesagt, die Defense steht eigentlich. Problem ist, wir haben noch nicht gescored in der zweiten Halbzeit. Immer noch bei 19 Punkten, bei 6:34 Rest im dritten Viertel. Ja. Dennoch schaut man sich die Aufstellung an. Eine Aufstellung, mit der ich, wie gesagt, nicht am Anfang gerechnet hätte. Sie macht zumindest nicht schlechter als die Lineups davor. Es ist jetzt wirklich so, dass wir allmählich mal scoren müssen. Aber die Optionen sind definitiv da. Also fehlt jetzt eventuell einfach nur noch so ein bisschen Quäntchen Glück, dass wir jetzt aus diesem kleinen Tief mal rauskommen. Ja, und dann sind es auch schon wieder 10 Punkte. Dennis Werner am Ball. Ja, jetzt müssen wir allmählich rüber und da ist der nächste Turnover. Ja, da wird es allmählich schwierig. Christoph Lübrecht bereitet den. Ein Fehlpass nach dem anderen. Das ist im Moment wirklich nicht schön mit anzusehen. Man muss es wirklich leider mal sagen. Christoph Lübrecht bereitet den nächsten Wechsel vor. Felix Hansing und Sören Sebold stehen draußen. Und ich glaube, er selber ist auch bereit, um wieder reinzukommen. Lisa Bergenthal, 31-19. Da sind wir bei 12 Punkten angelangt. Jetzt wird es natürlich schwierig, auch mental sich dagegen zu stemmen. Dennis Werner am Ball, Pass auf Schröder. Schröder schafft es über die Mittellinie. Ja, ein bisschen mehr Spacing wäre hier sehr gut. Versucht auch den Block zu setzen mit Ball. Pass auf Ronja, die scored. Sehr schön. Zwei Punkte für Ronja Holze. 31-21 aus Sicht der Kölner. Pass auf Lenartz. Stergi. Wieder zurück. Ganz knapp am Turnover vorbeigeschrammt. Guter Druck am Ball. United verteidigt sehr weit draußen. Zwingt die Kölner zu sehr langen Pässen. Aber wir boxen nicht aus. Ich glaube, der war nicht am Ring, oder? Ich glaube schon, ja. Aus meiner Perspektive okay. Schon. Dann zu Recht neu für 10 Sekunden für die Kölner. Aber trotzdem zu einfach. Man zwingt die Kölner zu langen, schwierigen Pässen, die im Moment noch ankommen. Da kommt der Wechsel. Lübrecht, Hansing und Sebold für Holze, Werner und Luis Konrad. Ja, da kann man noch mal klatschen, Heiko Müllers. Sören Sebold direkt, wie man ihn kennt, lautstark. Sortiert seine Jungs da. Übernimmt auch Verantwortung, selbst wenn es nicht... Ah, Stergi in der Zone, das wollte man verhindern. Wilder Wurf, Thomas Schröder mit dem Rebound. Ja, Sören Sebold übernimmt sofort Verantwortung. Auch wenn er eventuell jetzt noch nicht... Ja, hat Sören schon gescored? Ich bin gerade sehr unsicher. Ja, 0 von 4 bisher. Aber dennoch sofort dabei, sofort mit dabei zu organisieren und halt auch Dinge zu machen, die man halt immer machen kann. Sei das nun kommunizieren mit seinen Mitspielern, organisieren. Da ist der Verlust. Na, Lisa Bergenthal mit den Händen an Ball. Thomas Schröder Einwurf unten an der Baseline. Noch 11 Sekunden Zeit für den Angriff. Und Köln wechselt erstmalig. Joel Schröder kommt für die Kölner Nummer 16. Ruid. Ujelit. Heiko Müller ist mit dem Wurf von der Baseline, trifft leider nicht. Köln mit dem schnellen Ballvortrag. Aber gute Hände von Sören Sebold. Da ist der Ball wieder bei United. Gute Hände da von Sören. Pass auf Schröder. Und jetzt über die Mitte, sehr gut. Thomas Schröder mit dem 1 gegen 1. Lübrecht in Position, den muss er kriegen. Den muss er kriegen. Den kriegt er. Pass ihn nochmal zurück. Heiko Müller zieht das Foul mit 2 Sekunden auf der Uhr, 2 Freiwürfe für die Nummer 14 von United.
Auch nun ein sehr interessantes Line-Up von den Klassifizierungen her mit 2 4,5ern. Sören Sebold als Ein-Punktespieler, Thomas Schröder als Zweier dabei und dann noch Felix Hansing hat auch 2,0 Punkte. Felix Hansing hat nicht 2,0 Punkte. Aber nee, Jugendbonus hat er auch nicht mehr, ne? 2,5 Punkte. Ja, auf jeden Fall eine interessante Aufstellung. Schauen wir mal, wie das jetzt wird. Heiko Müllers trifft. 9 Punkte. Oh, nee, doch nicht. Weniger. 8. Ja, ja, da hat er auf dem Scoreboard eben noch einen Punkt gefehlt. 23-31 für Köln. Lehnertz mit dem einfachen Wurf an der Baseline. Ah, gerade noch ein bisschen zu statisch. Jetzt sind 2-1. Gut gespielt. Der Ball kommt an. Thomas Schröder mit einem leicht verunglückten Korbleger. Aber er ist jetzt schon dabei, sich den wiederzuholen. Macht gleich Druck am Ball. Gute Hände von Christoph Lübrecht. Wieder der Ball bei United. Das könnte der Moment sein. Nein. Die Idee ist gut. Die Idee ist definitiv gut. Aktuell scheitert es viel zu häufig leider noch an den Pässen. Die Entscheidungen sind die richtigen. Sören Sebold auf dem Block, aber keine Anspielstation. Felix Hansing am Ball. Thomas Schröder im Block. Hansing passt. Schöner Heiko Pass. Müllers. Jawohl. Und da ist er. Noch 6. Schöner noch Pass. 6. Schöner Pass von Felix Hansing. Heiko Müllers macht da weiter, wo er im ersten Viertel aufgehört hat. 16 Punkte mittlerweile für ihn. Ja, allmählich kommt auch die Hart hier wieder, die Halle auch wieder in Fahrt. So rum. Lehnertz wieder hinterm Schirm und allmählich scheint da die Puste auszugehen. Oh, den. Den wollte er unbedingt haben, den Pfiff. Den kriegt er aber zum Glück nicht. Man kann es ja mal versuchen. Pass auf Schröder. Keine Anspielstation, der dreht da seine Kreise. Versucht um 1-1 zu gehen. Ball bei Hansing. Ein schön ruhig spielen. Sören Sebold setzt sich nicht durch. Was? Da hätte man auch mal pfeifen können. Da wurde jetzt gepfiffen, Thomas Schröder mit einem weiteren Foul. Ja, wir haben es jetzt über mehr als 2 Viertel gesehen, dass die Presse der Kölner durchaus fruchtet. Jetzt könnte eventuell der Moment sein, wo dann die Arme ein bisschen schwer werden, wo es dann eventuell auch dazu kommt, dass man ein bisschen unkonzentrierter wird, ein bisschen wenig passt in der Offense. Dieser Bergenthal, schöner Pass in die Zone, aber das war eine Falle. Aber das war kein Foul, meiner Meinung nach. Nein, kein Foul, ordentlich Druck an Schröder. Aber trotzdem Foul gepfiffen, aber ich glaube, dass da alles sauber war. Mal gucken, ob er die beiden Freiwürfe machen kann, der Joel Schröder. Ja, das wäre auch so ein schöner Pass von Lisa Bergenthal. Da würde ich ihr allerdings wirklich wünschen in der Zukunft, dass er solche Würfe auch einfach nimmt. Also ist ja auch eine junge Spielerin, die auch in der Nationalmannschaft jetzt immer mehr Verantwortung bekommt, die auch immer für ein gutes Scoring eigentlich da sein könnte. Und in dem Moment hat es nochmal gepasst, sah gut aus, aber hat am Ende leider nicht dazu geführt, dass Köln 2 Punkte mehr hat. Sie hat ja durchaus auch einen guten Wurf aus der Mitteldistanz, hat sie auch schon öfter unter Beweis gestellt. Von daher, klar, muss sie solche Dinge natürlich auch nehmen. Ne? Thomas Schröder mit einem schönen Korbleger, eine gute 3-2-Überzahl. Sören Sebold hilft seinem Spieler. Ja, Heiko Müllers auf der anderen Seite auch noch unter den Korb, der für einen Rebound da stand. Sehr schön ausgespielte Überzahl. Das ist das, was Martin Kluck auch gewollt hat. Mehr Kreuzen, mehr Ballbewegung und letztlich auch einfach schöne Layups. Wir sind auf 5 Punkten dran. Noch 2 Minuten 10. 2 Minuten 10 im dritten Viertel. Vielleicht mal einen Blick auf die Fouls gucken. Bei United bislang nur Thomas Schröder mit 3 Fouls. Ah, so kennt man. Und bei den Kölnern Tristan van den Ende mit 3. Ansonsten Benny Lehnertz mit 2 und Michael Stergiopoulos ebenfalls mit 2. Ansonsten Scoring bei den Kölnern gut verteilt. Van den Ende mit 10, Stergiopoulos 8, Ujidit mit 5 und Bergenthal und Lennertz jeweils mit
4 Punkten, Joel Schröder eben gerade gesehen, in einen Freiburg verwandelt. Ja, bei United nicht ganz so ausgeglichen. 16 Punkte für Heiko Müllers, 6 für Jakob Krömer, 2 für Thomas Schröder, 2 für Ronja Holz und 1 für Luis Conrad. Habe ich eben schon mal gesagt, könnte durchaus jetzt nochmal den ein oder anderen Spieler geben, der sich dazu gesellt. Dann drehen wir das Ding ja auch noch. Christoph Lübrecht, Thomas Schröder, Felix Hansing, Sören Seewald und Heiko Müllers kommen raus. Hier. Ja, weiterhin eine interessante Aufstellung, die mittlerweile auch fruchtet. Also es ist wirklich so, dass man ja sieht hier, das wird allmählich was. 5 Punkte, das kann man schnell auch mal drehen. Van den Einde hinterm Schirm, Pass auf Stergi, Block auf die Mitte. Unglaublich viel am Arbeiten, die junge Nummer 21. Da hängt Thomas Schröder wieder im Rad. Kann er froh sein, dass er keinen Foul bekommt. Da ist der angesprochene Wurf von dieser Bergenthal. Oh, das muss wehgetan haben. Das war Felix Hansings Kopf. Hat er gut rausgeköpft. Pass auf Schröder. Gut rausgeköpft von Felix Hansing. Oh. Harter Pass auf Lübrecht. Lübrecht macht ihn! Jan Haller holt hier gerade aus mit der Siegerfaust. Haben noch ein bisschen was vor uns, aber das war ein sehr guter Anschlusstreffer, würde ich sagen. Aber der Pass von Schröder war halt mal wirklich mal Bombe. So ein Überraschungsmoment, der dem Spiel bei United auch ein bisschen gefehlt hat bislang. Das war alles momentan, oder was heißt momentan, über weite Strecken. Van den Einde. Sehr statisch, ja, wenig Pässe und der Pass, so ein Überraschungsmoment mal, der überrascht den Gegner. Da hat Christoph Lübrecht auch nicht viel Zeit nachzudenken, den schubst du einfach rein. Thomas Schröder fährt nach vorne. Ui, das... Yep. Da stand Sören leider mal aus. Was soll man dazu sagen, ja. Schönes 1 gegen 1 von Thomas Schröder. Am Ende ein etwas wilder Abschluss. Aber gut, nach dem Pass, den er da gerade gespielt hat, mit der Power da reingehen, das kann man halt auch mal brauchen. Wenn er drin ist, wäre es besser. Aber trotzdem eine gute Offense. Wir sind in der letzten Minute angekommen. Pass auf Stergi. Ah, Rebound bei Christoph Lübrecht. Ja, dieses Battle zwischen Stergi und auch Heiko Müllers, das geht jetzt schon über 15 Jahre, würde ich mal sagen. Also mit den beiden habe ich auch schon damals irgendwie noch in Langenhagen und er in Köln gespielt. Heiko Müllers jetzt wild. Mit dem wilden Mismatch-Wurf. Da wollte ich das nochmal wissen. Ist ja sehr schnell zurückgerollt jetzt, auch. Jetzt werden wir auch ein bisschen zu wild. Martin Kluck schüttelt gerade den Kopf, ist etwas nervös. Ja, der Wurf war nicht gut, das kann man ganz klar so ansprechen. Es waren noch 36 Sekunden auf der Uhr. Natürlich kann man da sagen, 2 for 1, also 2 für 1 in der Offense gehen. Aber ja, der Wurf war leider von der Auswahl nicht so gut. Wir leiden noch mit 7 Sekunden Zeit. Der Aufwind der letzten Minuten, was macht? Noch 4 Sekunden, noch 3. Christoph Lübrecht da. Oh, und Schröder holt aus. Und schießt doch ihn. Nicht. Schade. Aber auch wenn die letzte Minute jetzt ein bisschen wild war, wir sind auf 3 Punkte dran. Ja, wir sind auf 3 Punkte dran. Köln hat immer noch eine 6er Rotation. Das könnte vielleicht sogar noch was werden. Wir sind wieder da, sagen wir es mal so. Wir sind wieder also, da. Es macht auf jeden Fall Spaß zuzuschauen an so einem Samstagnachmittag und nicht selber spielen zu müssen. Schönen Gruß nach, weiß ich nicht, Wetzlar, Frankfurt, wo spielen sie noch überall? Hamburg, glaube ich, auch. Also, wir haben hier unseren Spaß. Ein Spiel, was eventuell noch gedreht werden könnte. Gut, da sind wir wieder aus der Werbung. Ja. Auf in die letzten 10 Minuten. Auf jeden Fall erneut ein Wechsel. Wir haben nun zurück auf dem Feld Lukas Seiring und Luis Conrad. Nachdem das jetzt mit der Zweieraufstellung, sagen wir mal, sehr gut funktioniert hat, gibt Christoph Lübrecht sich selbst jetzt nochmal eine kurze Pause und im nächsten Moment haben wir dann die Aufstellung, wie gesagt, mit Sören Seewald, Luis Conrad, Felix Hansing, Lukas Seiring und Heiko Müllers. Einwurf für United. Sören Seewald macht sich bereit für die letzten 10 Minuten. Pass auf Seiring. Der versucht schon wieder zu passen. Wieder Pass auf Lukas. Lukas fackelt nicht lange, nimmt einen Wurf von außen. Schade, Sören Seewald mit den Fingern dazwischen. Schade, Sören. Guter Heiko Wurf. Müllers Druck am Ball.
Guter Wurf da von Lukas Seiring, den muss er nehmen, wenn sie nicht kommen. Ja, und auch da genug Pässe vorher gespielt, wenn kein anderer die Verantwortung übernimmt. Dann auf jeden Fall ist das der richtige Wurf. Pass rüber, Lisa Bergenthal. Die wird weit hinter der 3-Punkte-Linie schon gejumpt. Steht jetzt allerdings auch einen ganzen Meter weiter draußen. Und da sind die ersten Punkte von... Zukunft wird aus Mut gemacht. Auch im Sport. Ein gemeinsames Engagement von Gotha und Sportdeutschland TV. Außen von... Nee, zweiten schon, oder? Also, ich weiß nicht. Sie hat schon mal, glaube ich, einen von außen getroffen. Das war jetzt der zweite. Wurde angesprochen vom Spiel. Sogar der dritte gewesen. Sogar der dritte schon. Punkte 5 und 6 für Lisa. Ah, schade, Felix. Leider wieder ein Korbleger vergeben. United mittlerweile mit, ja, zumindest sehr viel Druck am Ball. Mit einer fast schon presseähnlichen Verteidigung. Pass auf Stergi. Wieder zurück auf Bergenthal. Bergenthal wird gejumpt. Und die Uhr läuft ab. Gute erneut, Verteidigung. Erneut gute Defense, ja. Lisa den Wurf außen weggenommen. Und für den Korbleger war es dann noch einfach zu spät. Köln weiterhin am Pressen. Eventuell ein bisschen softer jetzt in dem Moment. Sinkt rein. Gutes Kreuzen. Pass auf Heiko Müllers. Hansing auf der Mitte. Seiring. Seiring will passen, noch 9 auf der Uhr, nochmal ein Pass. Das wäre jetzt eine Catch-and-Shoot-Situation. Den nimmt er. Guter Wurf, leider wieder daneben. Wir sind immer noch 29, 34, mittlerweile bei 5 Punkten wieder. Aber es ist der absolut richtige Wurf und Lukas ist ja auch ein Spieler, der den von dort auch schon öfter mal getroffen hat, von der Position. Von daher ist es genau der Wurf, den er nehmen muss. Foul Heiko Müllers. Auf jeden Fall, Lukas hat ein gutes Händchen, ist eine seiner größten Stärken definitiv. Dennoch frage ich mich halt, Leute wie ein Lewis, der zum Beispiel auch einen richtig guten Wurf hat, wo ist da eventuell nochmal die Verantwortung? Kann man das eventuell nochmal shiften? Eventuell auch ein anderes Setup in der Offense. Mal schauen, was in der nächsten Offense passiert. Heiko Müller ist sehr aggressiv am Ball. Versucht gerade, Lisa Bergenthal zu einem Fehler zu zwingen. Stergi. Luis Konrad mit dem Rebound. So, jetzt Kontrolle ist wichtig. Oder ein Foul, das ist auch okay. Foul gegen die Kölner Nummer 11. Michael Stergiopoulos, sein drittes. Also die Kölner machen es dafür, dass sie mit 6 Leuten nur angereist sind. Wirklich gut, muss man auch mal sagen. Machen gute Spiele bislang. Ja, haben irgendwie keinen Foul-Trouble. Lassen den Ball vorne gut laufen. Sehr kontrollierte Defense. Ah, der ist gut. Da ist er durchgeschnitten. Kaum hatte ich es gesagt. Das ist auch wirklich so ein Signature-Move von Heiko Müllers. Den macht er schon seit 15 Jahren. Unterm Korb durchtauchen, einmal kurz Wusch rein. Ja, und dann ist das Ding auch schon drin. Und der ist nicht drin. Heiko Müller ist auch schon wieder auf dem Weg nach vorne. Rebound Luis Konrad. Der wievielte Rebound ist das denn jetzt von ihm? Guck ich gleich mal. Jetzt erstmal die Chance auf ein Turnover. Okay, keine Chance auf einen oder sogar auf Gleichstand zu stellen. Und der tut natürlich weh. Da hast du die Chance auf einen Punkt oder auf einen Punkt ranzukommen oder sogar auszugleichen. Jetzt sind es wieder 5. Das ist natürlich ein Play, was in einem Spiel, wo nicht viele Punkte fallen. Ja, ich will nicht sagen, spielentscheidend sein kann, aber das tut natürlich weh. Outside United. Und es sieht so aus, als würde Christoph Lübrecht sich jetzt wieder zurück einwechseln. Mal gespannt, für wen er kommt. Denke mal, dass er Heiko Müllers jetzt in der Phase nicht rausnehmen wird. Nein, sollte er nicht machen. So, du wolltest wissen, Luis Konrad mittlerweile mit 9 Rebounds. Wie viele Punkte? Ein, ja. Schade, dennoch sehr hilfreich fürs Team. Ich glaube, aktuell ist er auch in der Plus-Minus-Wertung gar nicht so verkehrt. Oh, korrigiere. Schade. Ja. Bei den Kölnern, der Anfang schon angesprochene Tristan fand in der Ende mit 12 Punkten und 10 Rebounds. Jetzt schon mit einem Double-Double. Dazu noch 4 Steals. Sehr guter Auftritt von dem jungen Belgier, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
Nichtsdestotrotz wünschen wir uns natürlich, dass er jetzt in den letzten 7 Minuten nicht mehr so einen guten Auftritt hat. Da sollte jetzt mal die Puste allmählich ausgehen. Ja, Köln presst right away. Das war gerade etwas überraschend für die United Offense. Sören Seebold mit dem Ball. Pass. Schöner Pass. Schöner Pass. Der muss rein. Der geht rein. Sehr gutes Press Break. Sehr gutes Press Break von United. Schöner Pass von Sören Seebold. 3 Punkte. Und Heiko Müller ist mittlerweile mit 20 Punkten. Pass auf Bergenthal. Die wird gejumpt. Ansing versucht zu recovern. Triple Switch. Pass auf Lenartz. Der wartet auf der Mitte, nur den Ball weiter zu kicken auf Van den Einde. Wie kommt Stergi denn da jetzt in die Zone? Aber das ist wieder gute Defense. Das ist ein schwerer Wurf für Stergi. Und United rollt wieder. Heiko Müllers. Verlangt gut. Gute Hände von Benny Lenartz. Den Fastbreak unterbrochen. Und jetzt das, wo United das ganze Spiel über schon Schwierigkeiten hat im eigenen Setplay. Da jetzt mal von draußen mal einen reinschubsen. Ist vielleicht hier über Heiko Müllers, der einen guten Tag hat heute, aber der fällt von außen nicht rein. Seine meisten Punkte macht er inside. Auch United jetzt mit einer Presse. Da sind natürlich auch die richtigen Leute gerade für auf dem Feld. Das war ein sehr schöner Move. Ja, macht echt Spaß, dem jungen Belgier zuzuschauen. Schröder. Schröder versucht, Schröder zu blocken. Lenartz am Ball. Der postet ab, passt auf Stergi. Der lehnt sich zurück und versucht, das Ding reinzuschubsen. So, jetzt mal rankommen auf einen. Oder sogar ausgleichen mit einem Dreier oder einem End-One. Das ist jetzt die Chance. 5,5 Minuten vor Schluss. Thomas Schröder am Ball. Passen, passen, passen. Und da ist Schröder drin. Oh, und Gott. Den macht er! Den macht er! Den muss er auch machen! Den muss er auch machen! Den hätte er auch mal passen können, aber den hat er gemacht. Den hätte er definitiv. Heiko Müller ist definitiv für den Offensiv-Rebound da, aber da nimmt er sich mal ein Herz. Den hätte er von Heiko Müllers um die Ohren gehauen bekommen, wenn er den nicht getroffen hätte, weil der fuhr nämlich gerade in der Mitte zum Korbleger rein. Aber das war so ein typischer Schröder, ne? Ja. Zwischen Genie und Wahnsinn. Definitiv. Aber da muss man auch einem Thomas Schröder wirklich mal attestieren, dass er sich in den letzten Jahren hier, jawohl, vor allem auch in der zweiten Mannschaft unglaublich hervorgetan hat, durch solche Würfe dann auch mal. Also vor 10, 12 Jahren hätte man ja ihm da noch nicht mal einen Ball gegeben. Und jetzt weiß man halt, er hat ihn da häufig sicher. Und er ist halt auch jemand, der halt durchaus mal so ein Spiel entscheiden kann, indem er ein, zwei Dinger von außen auch mal trifft. Leider der Ball schon wieder bei den Köln 99ers. Definitiv ein Spiel, was nicht viel Scoring im Moment zu sehen hat, aber dafür sehr viel Leidenschaft. Ballbesitz United und 4,5 Minuten vor dem Ende die Chance hier. Ich glaube, erstmal seit der Anfangsphase mal wieder in Führung zu gehen. Nach dem sehr guten Start hat es leider sehr lange gedauert, um wieder in Fahrt zu kommen. Thomas Schröder sucht nach einer Passstation, findet Christoph Lübrecht. Damit sind wir den 8 Sekunden schon mal aus dem Weg gegangen. Ball auf Schröder. Ansing soll zum Block hochkommen. Schröder kurft rum, passt auf Müllers. Jetzt könnte die Überzahl kommen von der Mitte. Heiko Müllers allerdings mit dem Wurf. Schade, da hätte man die Überzahl noch von der Seite aus definitiv spielen können. Da war man ein bisschen zu hektisch im Abschluss. Inside. Der Tipp, der dreht sich nicht rein. Und das ist das Foul von Lisa Bergenthal. Ihr zweites. Da kann man echt von Glück reden, dass der Ball nicht drin war. Das wäre, glaube ich, ja, doch nochmal so ein Momentum-Changer gewesen. Letztlich hätte man auch in der Situation gut foulen können. Wenn man schon irgendwie den Wurf zulässt in der Zone, ja, dann eventuell nicht so einfach. Felix Hansing mit dem Pass auf Christoph Lübrecht. Heiko Müllers! Den macht er! Den macht er! Da ist die Führung für United. Pick and roll.
Pass auf Van der Neinde. Und da war Christoph Lübrecht schneller mit den Händen. Der war nicht am Ring, deswegen nur noch 5 Sekunden Zeit für die Kölner. Noch 4. Ob die das mitbekommen haben, noch 3. Ist keine Frage. Stärke hat es mitbekommen. Schuss. Heiko Müllers geht schon ab. Heiko Müllers geht ab. Pass auf Lübrecht. Langer Pass. Das war sehr riskant. Schade. Das war zu wild. Definitiv ein Moment, der uns geholfen hätte. Definitiv Punkte, die einem geholfen hätten. Noch 2 Sekunden und das haben sie nicht mitbekommen. Ja, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen 2,5 Minuten vor der 2 Minuten 46 vom Ende. Da lassen die Kräfte der Kölner natürlich ein bisschen nach. Und dass du dann in so einer Possession dann vielleicht mal nicht mitbekommst, dass die Uhr runterläuft. Ja, ist wahrscheinlich auch ein Teil davon. Dass du vielleicht ein bisschen müde wirst, vielleicht auch im Kopf ein bisschen müde wirst. Leider auch ein Fehler der Bank. Ich weiß, von der Kölner Bank ist nicht viel übrig. Wollte ich gerade sagen, da ist ja keiner darunter. Einer ist vielleicht da. Einer aber wenn der auch nicht aufpasst, besser als keiner. Wenn der auch nicht aufpasst, dann hast du ein Problem. Ja. Soll, wir uns, nehmen das soll uns recht sein. Wir nehmen es dankend an. Christoph Lübrecht mit der Ansprache an sein Team. Sören Sebold definitiv gerade in einem Motivationshoch, würde ich sagen. Der Junge bringt gerade ordentlich Energie mit aufs Feld. Der hat Bock. Der hat immer Bock. Ja. Mit Sören müssen wir uns natürlich auch gut stellen, ne? Wir beide. Weil in ein paar Wochen sitzt er hier wieder auf der Seite und kommentiert unsere Spiele. Er hat das jetzt das ganze letzte Jahr machen dürfen. Da dürfen wir auch mal einen Nachmittag draufhauen. Also das... Hat noch nicht gescored bislang, der Junge. Hat er sich wahrscheinlich für die Crunch-Time aufgehoben, die jetzt losgeht. Auf geht's, Jungs. Holt euch das Ding. Heiko Müllers fährt schon wieder in die Zone. 1 gegen 1. Wird angepasst. Kriegt 3 Sekunden. 3 Sekunden der Pfiff. Ja. Bisschen früh. Heiko Müllers hebt die Hand, sagt, jo, alles klar. Wird auch gleich wieder rausgehalten von den Kölnern. Muss man den ja lassen. 6er Rotation und die ganze Zeit über an Backpicks arbeiten, so zu hasseln, das ist schon ordentlich. Trotzdem könnte das jetzt allmählich mal aufhören. Lena hat's auf der Mitte. Pass auf Bergenthal. Heiko Müllers mit Druck am Ball. Pass auf Lena, der ist komplett frei auf der Mitte. Oh, den macht er. Aber wichtiger Treffer von Benny Lehnertz, der bislang bei 2 von 12 steht, aber in der wichtigen Phase, den dann zu machen, das zeigt natürlich auch seine ganze Erfahrung. Definitiv, ich glaube, er hat relativ zu Beginn schon 1-2 uns eingeschenkt, die wehgetan haben. Oh, schöner Pass, und Heiko Müllers. Heiko Müllers. Jetzt geht es hier hin und her, noch 2 Minuten, 1,55 um genau zu sein, 39,38 für United. Ein offener Schlagabtausch. Von den Einde nimmt sich alle Zeit der Welt und wirft ein bisschen zu weit über den Ring. Jetzt unfallfrei nach vorne kommen, wollte ich gerade sagen. Druck und dann spielt Ball. Christoph Lübrecht so einen Pass. Druck am Ball, das war ein schlechter Pass vom Players Coach. Und das sind die einfachen Punkte. Und der wird bestraft, ja. 40-39 für die Kölner. Jetzt heißt es Ruhe bewahren. Keine wilden Harakiri-Pässe. Solides Kreuzen. Genau, Sören Sebold nimmt den ersten raus. Hansing ist frei. Ordentlich Druck unterm Korb. Und da ist auch der Turn. Ah, Fehlwurf. Fehlwurf kann man es ja sagen. Mit dem Block dahinter. Gute Hände von Christoph Lübrecht, noch 11 Sekunden Zeit für die Kölner. Noch 50 Sekunden auf der Spieluhr. Wichtiger Angriff jetzt für die Gäste. Lena hat es hinterm Schirm gerade einen getroffen. Nimmt er sich den? Nein, er passt. Bergenthal. Wieder und den würde er sich nehmen. Nein, er passt nochmal.
und ganz wichtige Hände da von Heiko Müller. Also wenn der ankommt, dann Michaelis Schnelliopoulos einen ganz einfachen. Noch eine Sekunde auf der Schussuhr für die Kölner. Und die Uhr ist abgelaufen, Ballbesitz United. Noch 38 Sekunden Zeit. Gut, dass er den Ball berührt hat. Die Defense-Sequenz war jetzt gut. Da wird gerade überlegt. Zählt der Korb? Was für ein Korb? Ja, da wird gerade auch bei den Schiedsrichterinnen diskutiert, ob die Zeit wirklich abgelaufen war. Was? Ja. Also. 24 Sekunden, Uhr ist abgelaufen, der Wurf zählt nicht. Ja. Und Auszeit. 38 Sekunden noch zu spielen. So, das heißt, eigentlich wird United auf jeden Fall noch zweimal in Ballbesitz kommen. Denke mal, dass Christoph Lübrecht jetzt vielleicht ein Play aufmalen wird, wo am Ende dann Heiko Müller steht, der momentan mit 24 Punkten Topscorer ist bei United. Dass sie über den gehen werden. Oder vielleicht sogar über Christoph selber, der bislang erst 3 Würfe genommen hat. Gut, dass Christoph Lübrecht gestern im Abschlusstraining vor dem Spiel nochmal die Spielzüge auch durchgegangen ist. Felix Heise meinte vorm Spiel, die wären intensiv nochmal an den ganzen Zügen gearbeitet worden. Allerdings, ob das jetzt bei der Verteidigungsweise der Kölner hilfreich ist am Ende, werden wir gleich erfahren. Jetzt die Frage, ob sie den Einwurf im Vorfeld nehmen oder im Rückfeld. Wenn sie ihn im Vorfeld nehmen, haben sie nur 14 Sekunden. Wenn sie ihn im Rückfeld nehmen, haben sie die vollen 24. Macht jetzt keinen allzu großen Unterschied, würde ich sagen. Da ist auch schon die Entscheidung. Und im Vorfeld. Das heißt, 14 Sekunden Zeit für den Angriff für United. Auch für die Kölner nicht die Gelegenheit, damit ihre Ganzfeldpresse aufzustellen, was United natürlich zugutekommt. So, sind wir mal gespannt. Pass auf Sebold. Heiko Müllers. Jetzt muss United faulen. United muss faulen. Ob sie das hinbekommen, da ist es. Und das könnte, das ist auch ein unsportliches. Jetzt wird es natürlich sehr schwer. 23 Sekunden Zeit für die Kölner. Ist auch ein richtiger Pfiff leider, ja? Ja. Geht von hinten ins Rad ohne Chance auf den Ball. Und das in der Phase. Gut gezogen. 2 Freiwürfe für Tristan van den Ende und Ballbesitz für die Kölner bei noch 23,6 Sekunden auf der Uhr. Leider die richtige Entscheidung. Erster Freiwurf für Van den Einde. Und den macht er. Ganz stark. Ganz starkes Spiel. Ja. Ganz starkes Spiel bis hierher. Empfiehlt sich damit sehr wahrscheinlich auch für die erste Mannschaft der Kölner. Und den zweiten macht er auch. Das ist natürlich stark. Jetzt wird es natürlich sehr schwer. Jetzt muss man erst noch mal die Offense verteidigen. Ja, United mit 3 Teamfouls. Das heißt, zweimal müssen sie jetzt nochmal die Uhr stoppen, um die Kölner an die Linie zu schicken. Ah, sehr viel Druck. Und da war auch das weitere Foul. Das müsste jetzt das 4. Teamfoul sein, sehe ich das richtig? Ja, 1 brauchen sie noch, um die Kölner nochmal an die Linie zu schicken. Und das wird wahrscheinlich jetzt kommen. Und die Kölner werden natürlich versuchen, den Ball in die Hände von Van den Ende oder von Stergiopoulos zu bringen. Ja. Oh, gutes Foul. Schnelles Foul auch. Und damit gibt es Freiwürfe für die Gäste. Für die Nummer 11, für Stergi, wie er genannt wird. Der erste Freiwurf. Den macht er. Ja, machen die Kölner gut. In der Schlussphase jetzt auch in der Freiwurflinie da. Souverän. Mit so einer kleinen Rotation auf jeden Fall. Und den zweiten macht er auch. Ja. Gehen 4-4. Das ist sehr stark, auch nach dem, ja, nicht wirklich ein Trefferglück in den letzten Minuten. Aber das ist eine sehr, sehr starke Abschlussphase der Köln 99ers. Ja, man hat ja schon Pferde kotzen gesehen. Jetzt ist nur die Frage,
Wie würdest du das Spiel jetzt drehen? Mit zwei Dreiern. Zwei Dreiern. Am besten. Aber das ist natürlich jetzt super schwer. Gerade in so einem Spiel wie heute, wo ja, sagen wir, bei beiden Teams offensiv nicht ganz so viel zusammenläuft. Ja, wir stehen bei 39-44, jetzt kein High-Scoring-Game, sage ich mal. Da jetzt mal kurz zwei Dreier rauszufeuern, wenn das ganze Spiel über jetzt eigentlich nicht so lief. Das kann natürlich passieren, aber es wird natürlich, jetzt muss man ganz klar sagen, super schwer für United, dieses Spiel noch zu drehen. Die Gelegenheiten waren vorher da. Du musst jetzt wahrscheinlich auf den Dreier gehen. Und wenn der fällt, schnell faulen. Ja, und wenn der nicht fällt, wenn du jetzt nicht scorst, dann ist vorbei. Das ist dann leider so. Wir werden gleich noch kurz Sören Seebold zum Interview begrüßen. Ui. Das habe ich gestern mit ihm noch kurz klar gemacht. Köln 99ers auch? Nee, nur Sören. Christoph Lübrich mit dem Ball. Sören geht für den Dreier. Oh. Schade. Die yep. Kölner passen und damit hat sich's dann auch. Vorsichtig, da muss Heiko Müllers wirklich aufpassen, nicht noch ein zweites Unsportliches zu kassieren oder als Team zu kassieren, aber das find ist ich, jetzt auch durch. Finde ich aber gut, dass er da jetzt nicht noch ein Unsportliches Foul pfeift, weil klar, er geht auch nicht für den Ball. Ja, aber das Spiel ist entschieden, 7 Sekunden, minus 5. Das. Oder hat es den Unsportliches? Nee, kein Unsportliches Foul. Kein Unsportliches Foul. Nein, theoretisch. Ja, die Kölner beschweren sich ja auch, sicherlich auch richtig. Rein theoretisch hätte es das durchaus sein können. Ja, kannst du unsportlich pfeifen. Ja, jetzt ist der Druck weg. Das ist leider nicht mehr zu drehen. Und der zweite sitzt, geht damit... Auszeit. Noch in eine weitere Auszeit. Die letzte für United. Da wird wahrscheinlich nochmal geguckt, dass man einen guten... Oh. United hat keine Auszeit mehr, sagen die Schiedsrichter. Okay, dementsprechend noch einmal... noch einmal Offense. Ja. Für United. Aber auch hier wird jetzt wahrscheinlich nur runtergespielt werden. Da wird nicht mehr viel passieren. Pass auf Müllers. Der setzt zum Wurf an. Und damit war es das. Hannover United verliert mit 45-39 gegen die Köln 99ers. Ein sehr starkes Spiel von Heiko Müllers. Ein sehr starkes Spiel auch von... Ja, von wem noch, Haller? Von wem denn noch? Erzähl doch mal. Von den Kölnern, würde ich sagen. Also von den Kölnern, ja. Also Gratulation nach Köln, die hier wirklich mit 6 Leuten ein sehr, sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht haben. Und meiner Meinung nach auch verdient gewonnen haben. United hat im letzten Viertel war United drauf und dran, das Ding komplett auf seine Seite zu ziehen. Mit einem Punkt dann geführt, das Spiel endlich mal gedreht. Weiß gar nicht, ob es zwischenzeitlich sogar mal 3 waren dann. Aber die Kölner dann ja mit einer Abgeklärtheit, mit einer Routine das Spiel gedreht und ja auch über den fast gesamten Zeitraum des Spiels auch geführt. Und von daher auch meiner Meinung nach der verdiente Sieger des heutigen Spiels bei United. Leider wieder die Turnover, ne? 23 Turnover sind natürlich am Ende viel zu viel. Ja, die Kölner selber auch mit 15. Also es war ein sehr Turnover geprägtes Spiel heute. Aber letztlich sind 23 Turnover sind einfach zu viel. Positiv bei United sicherlich zu erwähnen, natürlich Heiko Müllers mit 24 Punkten. Die 6 Punkte von Jakob Krömer, die er im zweiten Viertel gemacht hat, auch finde ich zu erwähnen, dass der Junge sich da gezeigt hat heute und auch aufs Scoreboard gebracht hat. Wichtige Punkte auch gemacht hat in der Phase. Ja, ansonsten geht es für United weiter. Die Saison ist noch nicht beendet. Die Chancen auf die Teilnahme an der Playoff-Runde, wo dann über Kreuz mit der zweiten Liga Süd gespielt wird, sind weiterhin vorhanden. Aber die Kölner haben sich dann natürlich jetzt durch den Sieg heute einen kleinen Vorteil verschafft. Definitiv spannende Wochen, die bevorstehen, vor allem für unsere zweite Mannschaft. Da muss man ja auch schauen, zweite Liga Nord, normalerweise halt ja, so die weitesten Auswärtsfahrten, Berlin eventuell. Mittlerweile, dadurch, dass dieser Modus geändert wurde, hat man natürlich auch noch ganz, ganz andere Wege.
runter in die zweite Liga, in der zweiten Liga Süd. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Da muss man jetzt halt auch schauen, wie die Paarungen zustande kommen. Das ist alles noch nicht ganz klar. Aber ja, wir haben auf jeden Fall ein Team, was unglaublich viel Möglichkeiten hat. Also es ist halt schon, dass man mit vielen jungen Spielern hat. Wir hatten von der Zeit auch mal drüber gesprochen. Da meintest du auch, dass wenn jetzt Leute wie auch ein Noel Huber, der jetzt zum Beispiel heute ja gar nicht gespielt hat, aber auch ein Louis Conrad, ein Felix Hansing, Jakob Krömer, den du ja gerade schon angesprochen hattest, da sind viele junge Leute mit dabei, die halt auch einfach in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, ja, einfach viel, viel Zeit auf dem Feld zusammen verbringen werden, was natürlich auch sehr schön ist. Und wenn man dann noch überlegt, dass diese eventuell dann auch mal in der ersten Mannschaft schnuppern dürfen in den nächsten Jahren, ja, dann können wir uns ja häufiger mal die Spiele von der Seite anschauen. Ja, gerade bei Louis Conrad und Sörgen Sebold war es ja in der letzten Saison dann schon, wo wir dann Corona-bedingt ja auch in der ersten Mannschaft ein paar Ausfälle hatten, dass die ja auch schon mal reingeschnuppert hatten, dann in der Playoff-Serie gegen Lahn-Dill schon mal erste Bundesliga-Minuten gesammelt haben. Und grundsätzlich ist das eine super spannende Mannschaft mit super vielen jungen, spannenden Spielern, die natürlich jetzt heute enttäuscht ist. Ja, Sören steht hier und sieht nicht so happy aus. Soll ich das Interview machen oder du? Okay, dann muss ich mir jetzt noch ein paar Fragen einfallen lassen für den Herrn Sebold. Hi Sören. Moin. Grüß dich. Mal als Spieler heute hier im Interview, sonst interviewst du uns ja immer. Ja. Wie war es heute für euch nach der Weihnachtspause? 39:45, natürlich habt ihr euch das anders vorgestellt. Lass mal reinhorchen in dein Seelenleben. Ja, also mit Sicherheit kein gutes Spiel irgendwie. Wir sind defensiv im ersten Viertel gar nicht reingekommen. Konnten das dann, finde ich, über die letzten drei Viertel aber gut machen eigentlich. Aber ja, 39 sind dann einfach viel zu wenig an Punkten. Wir haben wenig getroffen, ja, viele Fehlpässe. Ich glaube, einige Turnover werden es wieder gewesen sein. 23. Oh ja, sogar noch mehr als im Hinspiel. Im Hinspiel waren es schon 18. Das darf uns einfach nicht passieren. Das ist viel zu viel. Und dann muss am Ende vielleicht auch mal das ein bisschen Glück dabei sein. Wenn man dann mit 5 hinten liegt, muss man dann auch mal den Wurf treffen. Ja, und Köln hat es stark gemacht. Hat stark gepresst, uns immer wieder rausgebracht, immer wieder leichte Punkte gehabt. Ja. Ja, das haben wir eben auch schon angesprochen. Also natürlich erstmal Gratulation und Respekt an die Kölner, die wirklich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel heute gemacht haben mit der kleinen Mannschaft, mit der sie hier waren. Magst du die Zuschauerinnen vielleicht mal ein bisschen aufklären, wie es jetzt für euch weitergeht? Wir spielen jetzt am 4.2., wenn ich mich richtig erinnere, jetzt in den Playdowns. Genau, und da dann gegen ein Team aus dem Süden, ich weiß gerade gar nicht welches, die spielen, glaube ich, auch heute noch aus, wann es dann, also gegen wen es dann weitergeht. Wir fahren dann in den Süden irgendwo runter. Ja, mehr weiß ich gerade auch noch nicht. Jan Sadler hat eben schon mal angesprochen, dass, und ich habe ihn da auch, habe das auch bestätigt, dass ich finde, dass ihr eine sehr, sehr spannende Truppe seid, auch wenn du natürlich noch enttäuscht bist von dem Spiel jetzt gerade, aber wie siehst du das denn? Ihr habt sehr viele junge Spieler, die nachkommen. Noel Huber heute gar nicht gespielt zum Beispiel. Jakob Krömer 6 Punkte gemacht. Du und Luis natürlich auch dabei. Felix Hansing. Wie siehst du das? Wie siehst du die Entwicklung von euch als Team? Also ich finde die Entwicklung ziemlich gut, auch von den Jungs. So Felix, der jetzt wahnsinnig viel Verantwortung hier, also Junior, der hier wahnsinnig viel Verantwortung bekommen hat heute, hat einen guten Job gemacht, hat mir super gefallen. Jakob auch einen geilen Job gemacht. Und wir bekommen einfach auch das Vertrauen von Christoph als Trainer. Und ich glaube, so mit der Zeit werden wir das belohnen. Also klar, klappt jetzt noch nicht alles so, wie wir das wollen. Das haben wir auch gerade angesprochen. Wir sind noch relativ unerfahren. Dann auch eben so knappe Spiele vielleicht mal zu entscheiden. Da fehlt uns dann eben noch ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass es eine gute Truppe wird und wir uns weiter hier in die Saison noch reinsteigern können. Ja. Ja, sehen wir auch so. Dann sehr danke gut. Dir. Ja. Und euch noch viel Spaß. Bis bald auf der anderen Seite wieder. Ciao. Gut, dann möchte ich dem Kapitän der ersten Mannschaft, Jan Sadler, zu meiner Rechten das Schlusswort überlassen. Ja, wir sind in das sportliche Jahr 2023 damit gestartet. Hannover United hat viele Herausforderungen und beim nächsten Mal guckt euch das gefälligst nicht im Livestream an und kommt hierher.
Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir spielen als nächstes am 28. Januar gegen die Köln 99ers.